An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, geliebte, in Andacht versammelte Gemeinde. Aber sie werden in diesem Falle nicht in Schafskleidern kommen, sondern im Rocke des Königs. Und doch kann es sein, dass manche inwendig sind wie reißende Wölfe. Gefährliche Zeiten stehen uns bevor. Schon in der nächsten Woche beginnen die Manöver. Und mancher von euch wird eine Einquartierung haben. Mögen die Jungfrauen unter uns sich hüten und alles fliehen, was der Seele verdrießlich ist, und nicht hören auf die Verlockungen des Fleisches. Amen. Hier, Schloss Eurasburg bei Gamsting, wird das Hauptquartier von Blau sein. Die Partei Rot wird gebildet aus 2 Schwadronen Chevaux Légers und aus dem Kontingent unserer preußischen Freunde unter dem Kommando des Herrn Oberst von Below, den wir herzlich als Manövergast begrüßen. Danke, Gehorsams Exzellenz. Ihr reicht uns zur außerordentlichen Ehre. Wir werden exorbitante Schlacht schlagen. Nicht wahr, Stülwagel? Jawohl, Herr Oberst. Bei aller Freundschaft zu den Bayern, Parole? Immer feste drauf. Werden uns zu wehren wissen. Na, jedenfalls freuen wir uns, dass Sie hier sind. Oberst von der Tann, Exzellenz. Sorgen Sie doch dafür, dass gleich Quartier gemacht wird. Jawohl, Exzellenz. So, das hätten wir. Komm, Meier, gehen wir auf die andere Seite hinüber. Jetzt brauchen wir noch 20. Yes, das ist der Sepp. Aufstieg zum Militär, der will. Freilich, schon seit voriges Jahr. Du musst unbedingt zu uns ins Quartier. Dann gehen wir wieder fischen, wenn's dienstfrei hast. Wär nicht schlecht. Heißt noch die 2 pfündigen Forellen, die wir dem Raffinau aus dem Weiher geholt haben. Freilich. Wir müssen weiter. Also, servus, Sepp. Vierte bis nachher. Wohnst noch da wie früher? Ja, freilich. Also dann. Aus Nummer 14. Hier. Ah ja. Zenzi, schau nicht hin, sonst meint er, du willst ihm was. Ich will ihm aber nichts. Na, sauber sein Schwung. Wo wohnst denn ihr? Wir sind nicht von hier. Das ist aber schade. Annua, Venerum, Cerealis. Im Jahr kamen sie wegen der Ceres. Tempora Sacri, die heiligen Zeiten wegen der Ceres ihrer Freier. Feier. Secubat in Vacu im leeren Lag. Sola Puella Toro. Toro im Bett und im leeren Bett lag das Mädchen, oder? Was bedeutet denn das alles, Ludwig, was du da übersetzen musst? Es ist von Ovid und handelt von der Liebeskunst. Ach, und der hat das alles erfunden? Ludwig! Ja, was ist? Na, bist du auch schön fleißig? Ach, du hast ja Besuch. Ich habe nur ein paar Himbeeren gebracht und ich gehe gleich wieder, weil ja der Ludwig studieren muss. Ja, ja, freilich, das muss er. Ich habe die Verantwortung für ihn, weil seine Mutter in Berlin ist. Zu Besuch bei ihrer Tochter. Ja, ja, ich weiß. Grüß Gott. Grüß dich, mein Kind. Vierte. Vierte. Bitte? Grüß Gott, wir kämen zum Quartier machen. Ja, ja, man kann sich ja leider nicht wehren. Die Manöver dauern nur eine Woche, dann haben sie wieder ihre Ruhe. Ja, bitte. Kommen Sie. Schauen wir mal. Ah, der Sepp. Servus, Ludwig. Also bitte schön, dieses Zimmer könnte ich eventuell hergeben. Da legen wir den Herrn Feldwebel hinein. Du schlafst in meiner Kammer. Ein Feldwebel und einen einfachen Soldaten? Nein, ich nehme nur Offiziere. Der Feldwebel ist die Mutter der Kompanie. Der braucht das beste Quartier. Ich werde mich hören, auch das Beschwer. Ui, schau, Tante Frieda, der heißt genauso wie unser Pfarrer, der Kindlein. Falkenberg. Merkwürdig. Rührt euch!
lassen Sie Quartier nehmen. Jawohl, Herr Hauptmann. Ich danke Ihnen, lieber Busch. Feldwebel? Erwartet. Quartier nehmen, 2 Uhr Appell und weitere Befehle. Jawohl, zu mir. 2 Uhr Appell in die Quartier. Jawohl, Feldwebel. 2 Uhr Appell in die Quartiere. Wer sind Sie denn? Jawohl, Herr Hauptmann. Bauch einziehen. Geht nicht, Herr Hauptmann. Wer sind Sie? Ich, neuer Koch von ganze Kompanie. So, und Ihr Name? Tschik Tschaikowski. Sie sind doch kein Bayer. Ich bin freiwillig dazu gekommen, aber ich bin mit Leib und Seele ganz für Bayern. Brav, brav. Hallung, rein, Bayer. Ja. Ohne Tritt, Marsch. Wie schaust denn du aus? Weiß nicht. Weiß nicht, so. Nächste Mal kommst du vielleicht ohne Hosen. Jawohl, Herr Feld. Gib dir gleich, jawohl. Gib den Messer her. Feststehende Messer sind verboten. Geschlagnahmt. Aufheben. Miller, hol Wasser. Wohl. Was gibt's heute? Erbsen mit Speck. Schöner Speck? Sehr schön. Bitte. Papier. Sofort. Hier. Bitte. Ja, ja. Wo ist mein Messer? Hier, bitte schön. Aber ich will mein Messer. Es war doch gerade noch da. Müller, hast du mein Messer gesehen? Nein, Herr Feldwebel. Was glotzt du mich so an? Ich glaube, dass Sie bei uns einquartiert sind. So. Sie heißen noch Falkenberg. Ja, warum? Weil wir einen Pfarrer da haben, der auch so heißt. Der war früher mein Religionslehrer. Ist der vielleicht ein Bruder von Ihnen? Was sagst du da? Ja, wenn Sie keinen Bart hätten, schauen Sie genauso aus wie er. Die Nasen, die Wampen, der Bauch. Dominus custodit executum et Julius quince cultuia patria. Thomas, was willst du hier? Ich hätte eine Frage, Hochwürden. Und die wäre? Haben Sie vielleicht einen Bruder? Wie kommst du darauf? Bei uns wohnt nämlich einer wegen die Manöver. Der schaut ihn so ähnlich. Wie, was? Ja, und er heißt auch so wie Sie, Falkenberg. Und Feldwebel ist er auch noch. Ich hebe meine Augen zu den Bergen empor. Woher wird mir Hilfe kommen? Hilfe? Warum? Ahnungsloser. Das Haus ist, Herr Feldwebel. Wahrhaftig, Sie müssen es sein. Was muss der ich? Herr segne Ihren Einzug. Ich wollte ja eigentlich nur einen Offizier aufnehmen. Aber den Bruder von Hochwürden, das ist natürlich etwas anderes, viel Schöneres. Oh. Du rennst mich, du Saudummes! Ich sperre dich ein, dass dir die Rippen krachen! Sind Sie wahnsinnig? Meine Blume, meine schöne Blume! Dann geh weiter, wegen dem Unkraut. Sagen Sie mal, Stülphagel, wie werden wir eigentlich beritten gemacht? Kalkuliere? Chevrolegie. Sind ja 2 Schwadronen kommandiert. Ja, ich erinnere mich. Zu dumm, dass ich nicht mein Findelkind bei mir habe. Fabelhafte Stute. Fabelhaft zugeritten vom Wachtmeister Wuttke. Fabelhafter Mann. Auch fabelhafter Reiter, ja. Schießt nur manchmal übers Ziel hinaus. Hörte doch neulich, wie er die Leutnants anpfeift. Sie säßen zu Pferde wie Ariadne auf Naxos. Ja, ich musste den Mann natürlich zurechtweisen. Schließlich gehört Gottes Wort doch nicht auf den Kasernenhof. Nein, sehr richtig. Sehen Sie mal, Stülphagel, fabelhafter Salatfelder. Bitte gehorsamst widersprechen zu dürfen, Herr Oberst, das sind Kartoffelfelder. Sei ja, Kartoffelsalat. Ach, Sie kennen die Gegend ja. Sind wohl schon öfter da gewesen. Trifft zu, Herr Oberst, habe ihr liebe Bekannte. Aha. Hatte die Ehre, mehrfach Trauzeuge zu sein. Nun krabbelt bereits der Nachwuchs. Tja, die entzückende Frau Cora, bin entzückt, Sie wiederzusehen. Pardon, meine Herren. Rittmeister von Stülphagel, 3. Jagdhusaren, Potsdam.
von Below, hoch Potsdam. Ich bitte um Verzeihung, Herr Rittmeister. Ich weiß, es ist ein bisschen ungehörig, aber ich entnehme Ihrem Gespräch, dass Sie meine Schwester, Cora Reiser, kennen. Ihr Mann ist... Ja, Förster Reiser. Eklatant. So ein Zufall. Sie müssen wissen, ich habe meine Schwester Cora seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen. Meine Eltern und ich, wir leben in Indien, in Bombay. Und jetzt bin ich neugierig... Auf den kleinen Ludwig. Das ist ja verständlich, liebes Fräulein. Er ist ja nun schon über ein Jahr alt, ein süßer Bengel. Sicher bringt ihn Cora mit zum Bahnhof. Glaube ich nicht. Meine Schwester weiß nämlich gar nicht, dass ich komme. Ach. Das war ein netter... Entzückend. Die Mama. Wo ist denn die Mama? Hm? Herr Stülpagel! Das ist aber schön, dass Sie... wie. Melanie! Cora! Oh. Ich freue mich, Herr Rittmeister. Bin besonders erfreut, verehrteste Frau Cora. Wollen Sie nicht hereinkommen? Ich muss mich leider gleich wieder verabschieden. Och, wie schade. Tja, die Pflicht ruft. Aber bedauerlicherweise eine Manöverübung. Na dann auch bald. Aus der Nase haben sie ihm gezogen, dem Kindlein. Dass sein Bruder schon immer das schwarze Schaf in der Familie war. Da darf man sich nicht wundern, wenn der Feldwebel so schreit. Und die Blumen kaputt macht. Und lauter Weibergeschichten hat er auch gehabt. Immer. Weibergeschichten? Ja. Bei mir nicht. Ich möchte Sie mit der Hausordnung bekannt machen, Herr. So. Also, das Haus wird grundsätzlich abends um 10 Uhr geschlossen. Sollten Sie einen Hausschlüssel benötigen, was nur in besonderen Fällen gewährt werden kann, haben Sie das in der Frühe anzusagen. Zweitens, das Mitbringen von anderen Personen ist grundsätzlich untersagt. Dies ist ein moralisches Haus. Haben Sie mich verstanden? Schnarchen Sie? Ja, warum? Weil ich einen sehr leichten Schlaf habe und im Zimmer über Ihnen schlafe. So, na dann ziehen Sie halt aus. Mein dahingeschiedener Gatte war Postsekretär und dadurch weiß ich, was ich König und Vaterland schuldig bin. Aber mit Ihnen, das ist direkt eine Zumutung. Unglaublich. Statt einen Offizier hier einzuquartieren. Ihr Zimmer oben ist leider sehr einfach. Aber wir sind halt auf dem Lande. Ich bitte Sie, ich finde das Zimmer reizend. Lieb, dass Sie das sagen. Ich darf mich empfehlen. Und empfehlen Sie mich auch Ihrem Herrn Gemahl. Oh, Verzeihung. Melanie, darf ich dir den Oberleutnant von Busch vorstellen? Er macht uns das Vergnügen, einige Tage unser Gast zu sein. Das ist meine Schwester Melanie. Sie ist gerade zu Besuch bei uns. Enchanté. Ich finde es reizend, aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Guten Tag. So, ja, 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 schön scharf, so. Und wo ist denn das kleine Fussi, so? Ah. Oh je, das ist ja höchste Zeit. Vorsicht, bitte, ja. Vorsicht. Ja, 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 das haben wir gleich. Also, die Manöver haben noch kaum begonnen. Schon haben wir den ersten Verwundeten. Einen Säbelhieb, 16 cm lang, bis über das Auge, mit einer Verletzung der Frontalis. Was ist denn das passiert? Ja, wegen einem Weiberleut natürlich. Der andere haut ihm eine mit dem Säbeln auf, serviert ihm eine, pst, und vorbei war's. Ja, es ist ja nur gut, dass ich sofort zur Stelle war. Weil bei solchen Verwundungen ist ja die ärztliche Hilfe... Ah, mir wird nicht gut! Blut! Oh, Blut! Ja, Blut, Blut, ja, ja, das stillen wir, das stillen wir. Mit Höllenstein, ja, mit, so. Was ist denn denn? Komm, geht der Pussy, so der kleine Pussy. Au, au! Scheiß Igel, hin musst du werden, du Ungeziefer, du Dreckigs. Die stech ich ab. Mistviech, gehst du raus? Geh bloß raus!
Mist, wie elendig ist! Raus! Was ist denn da los? Hin, mach ich das Scheißviech! Den verdammten Igel! Aber ich erwische ihn nicht! Lassen Sie mich hin, ich helfe Ihnen! Cookie, komm, komm, Cookie! Hm. Ja. Ich werde Ihnen helfen! Mein Cookie umbringen! Ratsbue! Der Feldwebel hat verschissen bei mir. Ja? Mein Cookie wollte umbringen. Der Drecksammel. Ein solch ein roher Hund. Das wissen wir alle, was er für einer ist, weil er uns das ganze Jahr schikaniert. Wenn ihr euch das gefallen lasst, ich nicht. Da pass auf, was ich mir ausdenk. Das gibt eine Rache. So, komm, Cookie. Komm, Dogene. Schlaf dich hier aus. So. Da hast du übrigens ein Messer. Wo hast denn das her? Vom Feldwebel. Du schlafst übrigens in meinem Bett und ich leg mich am Boden hin. Ja, nie. Da bist du in meiner Kammer, bestimm ich. Was hat denn das zum Bedeuten? Kennst du es vielleicht nicht? Nicht, wer es kennen. Aber da geht hier fein nix. Warum nicht? Ein ganzes Jahr lang war ich schon nimmer auf der Pirsch, seit ich bei den Soldaten bin. Und jetzt habe ich mir gedacht, wäre eine Gelegenheit. Ist doch ein gutes Revier da. Vielleicht, dass im Zwergegraben ein mordalischer Bock hergeht. Du, der Förster Reise ist ein guter Freund von mir. Der, wenn dich erwischt, der brennt dir eins auf. Mich hat noch nie ein Grüner zu Gesicht gekriegt. Das merkst du. So. Komm, Ludwig, mach nicht so saures Gesicht. Schau mal rüber zum Raffenauer sein Weiher, ob die Forellen springen. Ich kann nicht. Warum? Weil eine auf mich wartet. Du, Ludwig. Ja? Es ist bloß, weil mich manche jetzt so anschauen. Erst vorhin. Was? Na, anschauen tun's mich halt. Wer schaut? Die Mannsbilder. Blöde Gans. Ja, und du? Du schaust nie. Ist es vielleicht, weil... Weil was? Wie alt bist du jetzt eigentlich, Ludwig? Zum Militär muss ich auf jeden Fall noch nicht. Gott sei Dank. Warum? Weil du deswegen jetzt da bist. Und sonst wärst du vielleicht auch auf einem Manöver. Irgendwo anders. Wir gehen jetzt zum Stern. Auf eine Maß. Hochwürden Mann. Sehr tapfer. Sehr tapfer. Aber ein Bier tät uns jetzt schon gut. Oder vielleicht ein Wein? In Vino Veritas. Oh, wie schön wäre das, wie wir Lateiner sagen. Also gut. Ja. Nein, von sechs kann ich nicht viel erzählen. Da sind wir die meiste Zeit retiriert, weil sich keiner mehr auskennt hat und überhaupt. Ja, ja, der Bruderkrieg. Aber 70, Sankra Hosenzwickel, da haben sie es uns dafür eingekocht. Ich war bei Wirt dabei und bei Sedan und nachher bei Orleans hinten. Es lebe der Reservemann, der treu gedient hat seine Zeit, ihm sein volles Gas bereit. Prost! So, nicht ran Tisch weg, jetzt wird tanzt. Wo sind Kugelmenschen? Ja, damit! Jesus, hoch mir! Soll ich Ihnen ein bisschen stützen? Ja? Tue das, mein Sohn. Ich habe große Schmerzen. Aber der Herr wird heilen. Ja, und der Bade geschwind. Hey! Auslassen, sag ich! Lassen Sie aus! Sieh schon, das Bierbel. Auslassen, sag ich! Lassen Sie aus, die Fettband! Ja, wird's bald! Geh weiter! Los! Auslassen! Josef! Die Bilder von Sodom und Gomorra steigen auf, wenn ich dich hier sehe. Und ich muss bitterlich weinen, weil dein Namenspatron sein Antlitz von dir abgewendet hat. Dann wein halt! Du bist in Unkeuschheit gefallen und bist in den Fängen des Satans. Gehe in dich. Vielleicht kann deine Seele noch gerettet werden. Ich steig mir doch am Hut auf mit deinem Salvadern. Übrigens kannst du mich und du weißt schon was. Nein, das darf man nicht sagen. Mich trifft der Schlag. Mach nicht hoch mit mir. Habe ich eine sehr gute Medizin. Legen Sie ihn doch nicht auf, Hochwürden. Der ist ja besoffen. Das übernehme ich nicht, der leibliche Bruder. Er hat das Priesterkleid beleidigt. Ja, wenn er doch besoffen ist. Der bereut's schon noch. Nee, nimmer. Ich kenne ihn. Der Kummer mit ihm hat meiner lieben Mutter selig das Herz gebrochen.
weinen, Hochwürden. Aber wie sollte man ihn auf den rechten Weg bringen? Man muss ihn bestrafen. Und man muss nachdenken, was man tun kann. Schau, Ludwig. Da unten ist der Zwergelgraben. Kenn ihn schon. Das ist der beste Platz im ganzen Revier. Auf den muss besonders aufpassen, gell? Wie meinst du das? Weil es die Wildschützen vielleicht auch wissen. Das hat sich schon lange keiner mehr sehen lassen vor die Lung. Hätte ich den sauber heimleuchten. Das glaube ich. Du tätst schon schießen auf einen Geschwärzten, gell? Wenn er sich nicht ergibt. In so einem Fall ist der Geschwindere auch der Gesündere. Mhm. Im Zwergelgraben hat schon einmal ein königlicher Jagdgehilfe dran glauben müssen. Mhm. Das war zu der Zeit, wo dein Vater noch Revierförster im Darris war. Ja, so kann's gehen. Stülphagel, Herr Oberst, kommen wir auf diesem Gaul vor wie Weiland Friedrich der Große. Weithin sichtbar. Später dann Mittelpunkt der Schlacht. Dort hinten, Herr Oberst, dort liegt Schloss Kühlersburg. So, so. Ganz nett. Aber im Ernstfall muss das natürlich weg. Karte. Bitte, Herr Oberst. Dankeschön. Ja, ja, Landschaft erinnert mich verdammt an Cannae. Breites Tal, Waldung links und rechts. Also, werden ihn aber nicht auf den Leim gehen. Greifen den Gegner unter voller Deckung an und klammern ihn unsererseits. Der General wird staunen, wenn ich plötzlich im Hauptquartier auftauche und sage, Post, los. Na, 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 was machst du denn? Wo willst du denn hin? Was denn? Was ist denn mit dir los? Du bist doch kein Seefahrer. Was machst du denn hier? Vom Donnerwetter, das ist doch wirklich... Hey, hey, oh, ja, Biest, verdammtes... Das ist ja unglaublich. Na, du, na, komm schon, na, du. Was haben Sie gesehen? Nichts, Herr Oberst. Und Sie? Ich habe gesehen, dass der Oberst das Pferd zum Gehorsam gezwungen hat, obwohl es nicht durch das Wasser wollte. Ja, ja, sehr richtig, genau so war's. Herr von Stülpagel, wir reiten jetzt nach Hause, um den Operationsplan auszuarbeiten. Jawohl, Herr Oberst. Komm, komm. Beno wird sicher versuchen, mich zu täuschen. Na, vielleicht lasse ich ihm für den ersten Moment das Vergnügen. Seien Sie vorsichtig, meine Herren. Unsere Waffenbrüder haben gewöhnlich Clausewitz sehr aufmerksam gelesen. Jedenfalls, meine Herren, wem es gelingt, die gegnerische Regimentsfahne in seinen Besitz zu bringen, der ist Sieger in diesem Manöver. Wo bleibt denn der Kaffee? Macht einen klaren Kopf. Klarer Kopf, unabdingbar. Ist bereits bestellt. Halte ersatzweise und auch privat eine Flasche Sekt bereit. Wie sagt unser eiserner Kanzler? Man gebe den Mitgliedern des Kabinetts vor jeder Sitzung eine Pulle Shampoos und man wird sehen, was für eine Farbe in die Politik hineinkommt. Nee, nee, Shampoos wird erst nach dem Sieg getrunken, nicht wahr? Geben Sie mal lieber Messblatt 2. Ich habe da eine formidable Idee. Also, unser Bataillon 2 wird hier im Wäldchen bereitgestellt. Und nicht, wie ich vorher sagte, im Planquadrat 4. Verstanden? Jawohl, Herr Oberst. Meine Verehrung. Danny. Ja? Einen Kirschgeist. Aber Gschwind. Ist so recht, Herr Gschwind. Ja, ja. Es ist schon ein schweres Opfer, wenn man sein Leben der Wissenschaft geopfert hat. Jeden Tag ein anderer Fall. Ein anderer Fall. Vorgestern ein Säbelhieb über den Kopf. Und gestern habe ich die Hebamme von Gamsting entbunden. Du? Ja, 14 Pfund, so ein Bur. Ja. Und der Vater auf hoher See. Aha, überall schreien sie umeinander, die Preußen, dass sie es uns schon noch zeigen werden. Beim Manöver. Weil wir so dumm sind. Und sie haben eine Strategie. Da denken sie jetzt drüber nach. Ja, deswegen darf ja auch keiner einstübeln. Siehst ja, dass da ein Schild hingemacht haben. Geheim. Geheim gibt's nicht. Bei mir nicht. Da geh ich jetzt, ne? Hm? Solch eine Debuschade wäre ein klassischer Fall, Herr von Stülpagel. Ja. Und das ist auch ganz im Sinne unseres verehrten Herrn Chorgenerals. Wo ist das Rindlich? Was?
Ich meine doch nicht Sie, meine Herren. Ich meine doch die Kuh, die wo kalten. Ich bin nämlich der Geburtshelfer. Geschwind, geschwind mein Name. Hier wird keine Kuh versteckt gehalten. Schätze ich zum Teufel, Herr. Keine Kuh? Nein! Sie sind doch nicht so unfreundlich mit einer Person, die wo ein Kollege ist vom Eskulab. Raus! Ja, ja, raus. Darf ich Sie bitten? Also. Eine Unverschämtheit, hier einfach einzudringen. Vorsicht doch in Potsdam oder Jüterbock. Niemand erfrechen. Also, fahren wir fort. Wir müssen alles unter dem Gesichtspunkt planen, dass wir nachts angreifen. Das Unternehmen Klapperstorch beginnt morgen um Mitternacht. Wann haben Sie unsere Späher losgeschickt? Vor 3 Stunden, Herr Oberst. Sehr gut. Das ist ja ein Preis. Was? Wo? Ich kenn's gut an die weißen Hosen. Das weiß ich noch von 66. Ein Preis auf meinem Grund? Da werden wir ja die ganze Wiesen sauer. Ja, durste den du nicht schleichen. Oh! Druck dich, du Heihupfer. Hände hoch. Ja, aber... Prost, Herr Fellwebel. Ja, Prost, ein Dreck. Zahnweh habe ich. Ein Bier hilft immer. Nix hilft. So, reinkommen. Das wäre der erste preußische Gefangene. Und wenn's der Kaiser Wilhelm wäre, mir wär's wurscht. Aber so ein Zahnweh. Gestatten, Herr Fellwebel, dass ich vielleicht den Dorfbader hole? Meinetwegen. Wenn bloß der Schmerz, wenn der bloß aufhört. Oh, oh. Ja, schön auf, mach ich den Mund schön auf. Ja, einen Kräuterumschlag müssen Sie machen. Mit Seidelpast und Thymian und ein bisschen Dill, dann tut's ja nicht mehr weh, wenn der Zahn nicht kommt. Ja, dann klein. Oh, gut. Ein Kaffee. Ein Kaffee ist es. Oh. Möchten Sie noch ein Stück Gesundheitskuchen? Freilich, für die Gesundheit bin ich doch zuständig. Concordia nemesis, wie die Griechen sagen. Und sie nehmen sich's, die Griechen. Ja, vergeht's Gott. Schau! Grüß dich. Gott, Melanie, das ist der Ludwig, mein erster Kavalier hier. Grüß dich. Also an der Rimbach schreit ein Kapitalbock, ein Felsenkerl. Hätte bloß Auffahren brauchen. Ja und? Aber er hat nicht mögen. Und dann hat er übergewechselt, der Bock, zum Zwergelkram. Ludwig, magst du einen Kuchen? Mhm. Und einen Kaffee? Oh, mhm. Ja. Ja, Kaffee, ja. So, jetzt komm her, Ludwig, komm. Komm schön. So. Ein Reiter zu Pferd, von der Au bis nach Wörth. Was hat er denn gebracht, wie er kommt bei der Nacht? Ein Sack voller Mäuse und ein Pelz voll Läuse, ein Haus voll Kinder und ein Stall voll Rinder, ein hölzernen Stock, einen gestinkerten Bock, hopp, 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 blumps. Vom Militär spürt man nicht viel hier bei euch, trotz der Manöver. Wenn ich da an Indien denke, die Soireen, die Paraden. Ja, das kommt daher, weil bei uns noch alles in Bereitschaft ist. Ich habe nämlich da so meine Informationen. Der Angriff kommt überraschend. Und das ist geheim. Aber ich weiß es. Dann müssen Sie es dem Oberleutnant von Busch sagen. Der ist hier bei uns im Quartier. Damit er weiß, wann die Preußen angreifen. So, und warum? Weil natürlich die Bayern siegen müssen. Und weil er ein bayerischer Offizier ist und sehr nett. Er gefällt uns allen. Meiner Frau feiner ich. Gell, Schatzel? Oder? Aber ihr. Entschuldigen Sie, aber ich bräuchte den Bader geschwind. Ja, bitte. Was gibt's? Ich hab sie schon überall gesucht. So, ja, ja. Hm? Sie müssen gleich zum Herrn Fellwebel kommen. Zum Zahnziehen. Ah, eine Operation. Meine Damen, Sie müssen mich entschuldigen. Die Pflicht ruft. Fellwebel Falken? Ja. Dann gehe ich mit. Es liegt eine Anzeige vor von Xaver Diermoser in Ganzding, dass ihm 2 Enten gestohlen worden sind. Wer ist auf diesem Hof im Quartier? Ich, Herr Feldwebel. Und, was hast du dazu zu sagen? Dass die Enten gut waren, Herr Feldwebel. Was gibt's denn da zu lachen? Kerl, ich sperr dich ein, dass dir die Rippen krachen. Weißt du überhaupt, was Arrest ist? Wohl, Herr Feldwebel. Arrest ist der Zipfel von der Wurst. Was ist denn da so lustig? Ich werd's euch geben. Gewehr vor, Alte! Knie, Beug! Auf! Knie, Beug! Auf!
Was ist denn mit dir los, Meier? Entschuldigen Sie, Herr Feldwebel, ich hab's verwechselt. Ich werde dich gleich umwechseln. Knie, beugt, auf! Knie, beugt! Es könnte doch leicht sein, dass du nicht gleich den richtigen Zahn findest, Herr Geschwind. Hä? Was meinst du? Ja, das ist nicht so einfach, ein Kunstfehler. Das lässt sich nicht vereinbaren mit meinem Eid auf den Sokrates. Hippokrates meinst du? Ja, den Eid halt. Aber, das ist ja eine ungeheure Belastung für mein medizinisches Gewissen. Aber wenn er doch eine Sau ist, der Feldwebel, und du hast die Gelegenheit. Hab ich schon gesehen, das ist also rechts oben. Und kein Ohr. Was ist denn hier los? Ich muss mir einen Zahn reißen lassen, Herr Oberleutnant. Ach so, viel Vergnügen. Ja, Geschwind, mein Name, ich werde die Operation vornehmen. Herr Oberleutnant, könnten Sie vielleicht zwei Mann kommandieren, die den Patienten festhalten, falls eine Komplikation Schreiber, eintritt. Holen Sie zwei Mann. Jawohl, ja. Oberleutnant. Ja. Oder besser vier. Ja, viel besser. Feldwebel Falkenberg ist sehr kräftig, vielleicht hält er nicht still. Jawohl, Herr Oberleutnant. Also, Kopf hoch. Hey! Ah, Aqua Destillata. Was? Brunnenwasser. Aqua der Brunnen, Destillata das Wasser. Brunnenwasser. Ja. Die Händewaschung ist nämlich eine der wichtigsten Maßnahmen in der Medizin, seit mein Kollege Robert Koch die Bakterien erfunden hat. So. Ja, bitteschön, meine Herren, wenn Sie da rüberkommen wollen, ja, sonst. Ja, meine Herren, zu links, zu rechts, ja, dann können wir sofort Operation. Ja, das ist vielleicht doch die richtige Zange, ja. So, bitte schön den Mund aufmachen. Ja, so, ist ja jetzt. So, Mund. Ja, hat ihn schon, ja, hier, den falschen. Aber jetzt haben wir schon so schön den Mund auf den Mund, schön. Ja. Ja, das ist er. Aber leider schon wieder der falsche. Was ist denn? Wer wird denn gleich ohnmächtig werden? Ja, ist das eine andere Zange? Ja, so. Ja. Ein schöner Zahn, Herr Feldwebel, ein sehr schöner Zahn. Ja, schauen Sie, hallo, was ist denn? Ein Schnaps, schnell einen Schnaps. Ja, hallo, was ist, ja, der erholt sich wieder, ganz bestimmt, ja. Sie können aufstehen, Sie sind geheilt. So ein Bazi, das ist ja ein ganzer Harem. Na wart. Das würde eine Gaudi geben, wenn die hier alle antanzen. So, das wäre der letzte Brief. Was hast du den Weibern geschrieben? Sehr geehrtes Fräulein Schützinger, ich schreibe Ihnen im Auftrag meines Bruders, des Feldwebels Josef Falkenberg. Ich bin Pfarrer in Gamsting und mein Bruder hat mir seine Liebe zu Ihnen gestanden und dass er es bereut, dass er Sie sitzen gelassen hat. Ich habe ihm zugeredet und jetzt will er Sie heiraten, und zwar sofort. Kommen Sie am nächsten Sonntag mit dem Frühzug her, mit vorzüglicher Hochachtung und so weiter. Ob das die Weiber glauben? Freilich, weil ich noch einen Stempel drauf mache vom Pfarramt als Absender. Du Ludwig, schau her, was ich da hab. Die hast du mir einmal geschenkt. Weißt du es noch? Ja klar, die sind noch von meinem Vater. Ich hab's immer dabei, weil's mir Glück bringen. Ich glaub, dass heute eine klare Nacht gibt. Büchsenlicht. Hast mich? So, jetzt muss ich dem Hirschen die Stiefel putzen. Du wart. Hä? Steck ihm das Buch wieder zu, aber unauffällig. Aha.
Sind's gesund, Herr Feldwebel? 20 Stunden haben's geschlafen. Frag nicht so saudum, hol mir ein Bier. Melde gehorsamst, Herr Feldwebel, dass kein Geld mehr in der Kasse ist. Und außerdem sind Sie mir sowieso noch 4 Taler und 23 Pfennig schuldig. Ich höre, mein Kind. Kannst du mir 20 Mark leihen? Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Also? Du wagst es mir, mit einem solchen Ansinnen zu kommen. Freilich. Wer soll mir denn sonst dein Geld geben? Und es ist ein Gebot der Nächstenliebe. Ist erlaubt? Ja. Eine Maß. Siehst du, das war ein schöner Krieg. Da haben wir noch auf die Preisen schießen dürfen, aber heute. Das Bier ist auch nicht mehr so wie früher. Gewiss nicht. Magst du noch ein Bier auf den Auer? Nein, ein Wasser saut ums Löder. Na, bring ich dir noch was. Und die zahl ich. So. Hast du heute Spendierhosen an? Das ist ein Goldfuchs. Hast du ihn gefunden? Nein, ehrlich verdient. 20 Mark statt einem Beichtzettel. Nein. Ich weiß noch ganz genau, wie wir einmarschiert sind. In Paris? Nein, in München. Vom Kronprinzen? Mhm. Und vom König. An der Feldherrnhalle sind wir an ihm vorbeimarschiert. Parademarsch. Das glaubst du? Neingehaut, dass Steine gewackelt haben. Mhm. Du Raffenauer. Hä? Die Burgstaller Afra ist doch bei dir im Dienst. Ja, warum? Sag ihr, dass heute auf Nacht zu dem Stadel hinkommt. Sie weiß schon wo. Um 9:15. Darf denn das ein Feldwebel? Bei solchen Sachen gehe ich in Zivil. Hast mich? Hab dich schon, du Basi. So, der Waldmeister ist angesetzt. Ich habe zukommend etwas Kirschwasser hineingetan. Ob das zu stark wird? Ich glaube nicht, weil wir viele Männer sind. Tja, ich habe schon gesagt, dass zu wenig Damen da sind. Also, wer kommt? Oberleutnant von Busch. Hauptmann Stumpf, dann ein Fähnrich von der Kompanie, das sind 3. Herr Geschwind 4, Franz 5. Ludwig 6. Ja, und wir sind zu zweit. Die Tante Frieda kommt auch, weil es was Gutes zu trinken gibt. Oder vielleicht, weil ein Fähnrich da ist. Ach, du sei nicht so frech, gell? Vielleicht weiß der Ludwig noch ein junges Mädchen, das wir einladen können. Schon, aber... Ja, die Kleine mit den lustigen Zöpfen. Na. Freilich. Also meinetwegen. Die ist sonst sowieso immer beleidigt. Ach, vorzüglich. Bibit ist es, Bibit will es, wie der Lateiner sagt, ja. Womit ich sozusagen seine gesundheitliche Unschädlichkeit bescheinige, ja. Bitte. Madame, wenn einem eine solche Gastfreundschaft entgegengebracht wird, weiß man es recht, die Manöverfreuden zu schätzen. Wir sind nicht zum Vergnügen da, meine Herren. Ach. Also, Verteidiger wird in der Taktik, wie in der Strategie, als Abwarten, also stehend oder liegend gedacht. Der Angreifer in Bewegung folgt daraus, das Umfassen und Umschließen des Gegners einzig in der Willkür des Angreifers liegen. Nicht nur in der Liebe, meine Herren, nee, sondern auch im Krieg. Hat Verteidiger das Prinzip der Bewegung in sich aufgenommen, einer Bewegung, die zwar später anfängt als die des Angreifers, aber immer noch rechtzeitig, wird zappenduster, meine Herren. Und die Stunde der Bewährung ist da. Ist das klar, meine Herren? Jawohl, Herr Oberst. Also, unsere Truppe wird um Mitternacht im Schutze der Dunkelheit zum Angriff antreten und die Stellung der Partei Blau tunlichst überrumpeln. Danke, meine Herren. Zack, zack! Vielleicht noch ein Gläschen? Danke. Ja? So? Wohl bekommst. Zum Wohle.
Sie sind nicht verheiratet, Herr Hauptmann? Nein, mit Verlaub. Als alter Soldat, heute hier, morgen da. Wie schade. Fühlen Sie sich da nicht oft sehr einsam? Nicht direkt, oh nein. Wissen Sie, ich bin ein Liebhaber des Theaters, besonders der Operette. Ach. Ja, auch bei den Künstlern gibt es Damen, die besser unverheiratet bleiben. Aus gewissen Gründen, genau wie ich. Ja, aber der häusliche Herd, die Schar der Kinder, eine Frau, die für sie betet, wenn die Schlacht entbrannt ist. Ich bin übrigens Witwe. Sehen Sie, Sie haben sich auch nicht noch einmal entschlossen, obwohl Gnädigste in den besten Jahren stehen. Danke. Sie sind ein Kavalier. Madame? Madel, geh schneid nicht um, mach mir erfreut. Sei doch nicht gar so dumm, sei ein wenig gescheit. Gescheit sei des Mächste schon, so was du gsinnt. Morgen da gehst davor und ich bleib Kind. Aber mir haben's doch ab mir miteinander. Zeig mir der Liegestadt, aber'n Verstand. Jetzt wollen wir schön beten, ja? Ja. Komm, breit aus die Flügel beide, o Jesus, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein. Will Satan dich verschlingen, dann lass die Engel singen. Dies Kind soll unverletzt sein. Amen. Und jetzt wird schön geschlafen. Ja, Puppi. Zum Wohl, gnädiges Fräulein. Kommen Sie nicht einmal in unsere schöne Residenzstadt München? Ich weiß nicht. Bis jetzt war ich bloß in Holzkirchen. Vielleicht ergibt es sich gelegentlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich einmal in München besuchen. Ich auch, weil ich dann hier meine Ruhe habe. Wissen die Herrschaften eigentlich, dass die Pflanze Waldmeister äußerst anregend ist? Ich verabreiche sie zum Beispiel, wenn es passiert, dass bei einem meiner Patienten die eheliche Zuneigung bedeutend nachlässt. Es hilft auch in den verzweifelsten Fällen. Interessant. Und wie ist die Wirkung bei jungen Leuten? Da tut sie ein Übriges. Herbarium stimulantis, wie wir Lateiner sagen. Also Kammer, trinken Sie vorsichtig. So wie viel? Ist schön heute. Und ist der plötzlich so stark? Ach, Franz, sei lieb, hol ein bisschen Wasser. Wenn das mache ich für die Gesundheit, bin ich zuständig. Nehmen Sie diesen Krug, Herr Geschwind. Ja, nehme ich es. Ja. Gnädigste? Nein, herzlichen Dank. Ich esse nur selbstgebackenes. Apart. Sagen Sie, Herr Hauptmann, wer wird denn nun siegen? Die Preußen oder die Bayern? Nun, in einem Manöver gibt es keine Sieger oder Besiegten. Uns wurde lediglich die Aufgabe gestellt, die feindliche Regimentsfahne in Besitz zu bekommen. Ach, und wer die erobert, der hat gewonnen. Im gewissen Sinne, meine Gnädigste, ja. Wo bleibt denn der Herr Geschwind? Weiß nicht, vielleicht ist ihm nicht gut. Ach, da kommt er. Schon haben wir schon Wasser da, ja. Aber vielleicht schäfst du dich. Schön, wie wär's, wenn wir eine kleine Polonaise machen? Ach, ja, gut, aber ich kann nicht. Ich muss noch nach einem Patienten schauen. Los. Was ist denn? Cora, ich geh nicht mit.
Aber Franz, er nicht fahrt. Na, höchstens eine halbe Stunde. Ich möchte noch einmal ins Revier. Warum? Die Nacht ist mir zu klar. Vielleicht lasst sie doch irgendein Lump einfallen, dass er meinen Bock wegputzt. Dann passe ich aufs Haus auf und auf mein Patenkind. Ach, das ist lieb von dir. Es ist lang her, dass ich mit einem Mann nachts promenierte. Ja, früher. Aber mein Josef war nicht sehr romantisch. Je nun, sicher hatte er andere Vorzüge. Gewiss. Aber das Weib sehnt sich immer ein wenig nach Wärme, nicht wahr? Jawohl, so ist es. Seit Adam und Eva, sonst wären wir noch im Paradies. Ja, das wären wir. Aber dann wäre das Weib nicht untertan. Und das schätzen die Herren doch von Zeit zu Zeit ein wenig, nicht wahr? Je nun, manchmal schon. Schau, Franz, unser Weiher. Weißt noch? Du könntest ruhig öfter mal mit mir spazieren gehen. Ich hab das sehr gern. Oder bist nicht mehr in mich verliebt? Aber Schatzel, wir am ersten Tag. Und das soll ich dir glauben? Du glaubst es nicht, sondern du weißt es. Ich habe nämlich eine sehr gescheite Frau. Nein, bitte nicht. Warum nicht? Weil der Pfarrer auch gesagt hat in seiner Predigt, dass die Manöver gefährliche Zeiten sind und dass die Soldaten zu reißenden Wölfen werden können. Oh. Und dass es bloß anders ausschaut, wegen der Uniform. Wir müssen schneller gehen, sonst verlieren wir die anderen. Fürchten wir uns so allein? Ich bin nicht ängstlich. Wenn man in einer Kolonie aufgewachsen ist, fürchtet man sich nicht. Oh, hoppla. Ich möchte gern die Sterne sehen. Hier im Wald? Ja, richtig, wir sind ja im Wald. Man sieht wirklich nichts. Man sieht nichts, aber man spürt was. Sie nicht? Wollen Sie wirklich, dass ich Ihnen darauf antworte? Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt gehen. So, auf geht's. Der Kleine schläft ganz fest. Was soll er denn sonst machen? Er ist ja gesund. Du bist wirklich noch fort? Ja, bloß einmal nachschauen. Ich hab so ein komisches Gefühl. Wenn ich schwarz ging, dann ging ich halt. Pass bloß auf dich auf. Freilich. Weiber haben immer Angst. Du. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Was machst denn du noch da? Ich denke, du musst zu einem Patienten. Oh mein, was meinst du, wenn die wüssten, was ich weiß? Wer? Die Preußen? Ich weiß nämlich, wo die ihre Regimentsfahne haben. So. Ja, drüben in Dinghagen, im Roten Lamm. Aha. Und einen Klapperstorch haben sie auch. Einen Klapperstorch? Ja, ich habe gehört, Unternehmen Klapperstorch beginnt morgen um Mitternacht. Wie kommst du denn darauf? Gestern habe ich gehört, wie der eine preußische Offizier zu einem anderen Preußen gesagt hat, Unternehmen Klapperstorch morgen um Mitternacht. Ja, wenn du das gestern gehört hast, dann ist ja das heute. Ja, wenn gestern, gestern war, dann ist morgen heute. Das musst du sofort dem Hauptmann Stumpf sagen, komm. Was, ich? Ja, ich habe was anderes zu tun, los. Dann sattel mir mein Pferd. Zu Befehl, Herr Oberst. Danke, mein Herr. Herr Rittmeister, Sie bleiben hier und bewachen mit der Stabskompanie die Regimentsfahne. Zu Befehl, Herr Oberst, ich weiche nicht von der Stelle. Und denken Sie an die Worte seiner Majestät. Pardon wird nicht gegeben. Nicht mein Manöver. Jawohl, Herr Oberst.
Essen? Dann nehmen wir mit. Marsch! Gerade wenn es am schönsten ist. Josef, musst du weg? Josef, ich warte auf dich. Du hast eine Ahnung. Mensch, Alarm mitten in der Nacht. Und wenn die Dinge wieder. Was ist denn? Ja, aber Ludwig, du bist. Ja, Ludwig, wie siehst du denn aus? Es ist wegen meinem Freund, dem Sepp, weil er nicht da ist, damit es nicht auffällt. Verstehst? Aber Ludwig. Eigentlich. Feldwebel Falkenberg! Sie lügen ja. Sie haben ja gar keine Uniform an. Aufmachen oder ich schlapp das Fenster ein! Wagen Sie das gar nicht. Das ist Hausfriedensbruch. Ich sah noch. Bitte schön. Zwicknagel? Ja. Franzelter? Ja. Dobler? Ja. Meier? Hier? Husten. Was ist denn? Ich huste. Deine Uniform hust. Ja, verflixt. Ob es denn hinkriegt? Ist. Du bist ja. Was ist ja Faust? Ja. Wo? Wo ist der? Kompanie Leibregiment mit 3 Korporalschaften zum Alarm angetreten. Eine Korporalschaft in Stellung. Ist gut, Korporal. Danke. Kompanie, rühren euch! Wo ist denn der Feldwebel? Feldwebel Falkenberg ist nicht erschienen, Herr Hauptmann. Schweinerei! Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Wie sehen Sie denn aus, Mann? Zu Befehl, Herr Hauptmann. Ich melde, dass meine Hosen weg sind. Dass sie vielleicht von einem feindlichen Spion, dass sie gestohlen worden sind. Sie sind ja betrunken. Nein, Hauptmann. Gehen Sie sofort in Ihr Quartier. Ich erkläre Sie für dieses Manöver als tot. Das Weitere werden Sie hören. Abtreten! Noch da? Freilich, ich hab doch gesagt, ich warte auf dich. Komm rauf. Jetzt ist schon alles wurscht. Ja, mei, wie schaust du denn aus? Tot bin ich, hat der Hauptmann gesagt. So eine Blamage. Bloß weil ich meine Hosen nicht gefunden hab. Tröst mich. Ja, freilich. Warte, ich helf dir. Himmelstern laudern übereinander.
das für ein Bad? Da habe ich schon alleweil gedacht, da muss einer, irgendein Schlawiner muss da, irgendwas muss. Was? Der Flecken muss man sich auch noch lassen. Ah, was, Bruder? Ich krieg dich schon. Ich erwisch dich schon. Komm. Ihr werdet es gehen. Aber. Aber. Komm. Ihr werdet es gehen. Truppe zum Angriff angetreten, Herr Oberst. Erwarten in den nächsten Minuten erste Feindberührung. Danke. Dein Gegner weicht, soll Schrotes Bataillon auf dem rechten Flügel nachsetzen. Macht mir den rechten Flügel stark! Verzeihung, Herr Oberst, aber sollte nicht zuerst mit Schwerpunkt links... Plan geändert. Schliefen im Traum erschienen. Aber ich denke, dass Sie... Sind Sie wahnsinnig geworden? Ein Soldat denkt nicht, er pariert. Order! Marsch! Die Preußen werden sich wundern. Ludwig, du? Wie kommst du zu der Uniform? Psst, das ist ein Geheimnis, weil ich die Schlacht mitmachen will, weil es gegen die Preußen geht. Lausbub, scher dich nach Hause. Aber wir müssen auch die feindliche Fahne erobern und ich weiß, wo sie ist. So einfach ist das nicht. Ein Manöver läuft nach ganz strengen Regeln ab. Aber es gibt doch eine Kriegslist. Ah, und die wäre? Darf ich alleine eine Patrouille machen, weil ich Kriegsfreiwilliger bin? Na los, verschwinde. Aber ich weiß von nichts. Fundsbursche. Von Belo, überraschend nicht gelungen. Liegen im feindlichen Feuer fest. Erbitten Artillerieunterstützung. Zitzewitz, Oberleutnant. Jawohl. Schmeiß Bär weg, Lump! Oder es kocht! Sau, dreckig dabei! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Du! Da bist du schon, du Sau! Nun, was möchten Sie von der Kann? Stelle anheim, Exzellenz. Na ja, sagen wir, Kompaniechef, 3. Leibregiment gefallen, 8 Tote, 22 Verwundete. Kirche brennt, auch 3 Höfe. Was befehlen Sie? Hauptmann von Stumpf übernimmt auch 3. Kompanie, räumt scheinbar Dorf, sodann Gegenstoß rechts mit anschließendem Flankenangriff. Tote und Verwundete gehen in die Quartiere zurück. Bitte schön. Kannst du nicht mehr warten, ja. Ersten Stock auf. Was soll das? Ich will zu Fanny, kennst du das vielleicht? Fanny, so die Bedienung hier. Was wollen sie denn da? Mann, kannst du das nicht denken? Ha, mitten im Krieg? Bei solchen Sachen gibt's keinen Krieg. Los, halt mal, damit's nicht umfällt. Besser Junge, wa? Siehst du, so kommt man zu weit. Und da sahen die Leute immer, die Bayern sind doof. Dagoberto? Nix Dagobert. Emil? Na? Fürchte Gott. Na? Wer dann? Ah, halt die Goschen. Wenn du die Stadt bist, wärst du als Spionin hingerichtet. Wir haben Ausnahmezustand. Ja.
Was ist denn? Ich komme! Hilfe! Ich bin ja schon da! Retten Sie mich! Na ja, ist ja gar nichts passiert. Ich bin erschossen, das Haus. Aber es kann nicht wissen, es sein. Es hat so gescheppert. Und der Rauch. Sicher ein dummer Soldatenscherz. Gehen Sie ruhig wieder ins Bett, mein Kleines. Hm? Wenn Sie meinen. Wieder auf die eingeteilten Posten. Ja? Herr Rittmeister? Ja, das darf so passen. Was machst denn dauernd? Was ist denn los? Bleib halt da, ich hab so Angst. Du hast nichts mehr. Das ist ja schon der Morgenstern. Frau Venus, die olle Sau. Und noch immer keine Entscheidung. Oder doch? Was haben Sie für Nachrichten? Schlechter, Herr Oberst. Unsere Regimentsfahne ist verschwunden. Was? Ich hab's ja gewusst, ich hab's. Ach, der Hund, der Elende. Auskommen. Aber passiert ist dir nichts. Ja, mein Schuss ist nicht losgegangen, bloß eine rote Wolken ist rausgekommen. Aber warten, Bürstel. Ich bin nur froh, dass alles gut gegangen ist. Im Ernstfall müsste ich mich erschießen. Ich habe keine Erklärung. Schließlich war ich nur eine Minute. Was heißt hier eine Minute? Sie haben nicht von der Stelle zu weichen. Und wenn es Ihnen die Blase zerreißt. Jawohl, Herr Oberst. Also, einzige Möglichkeit, feindliche Ferne ohne Rücksicht auf Verluste ebenfalls in Besitz nehmen. Chance für einen ehrenvollen Waffenstillstand. Entschluss! Generalangriff! Tüpperl! Sie haben Gelegenheit, besudelte Ehre wieder reinzuwaschen. Zack, zack. Ich verstehe gar nicht, was Belo vorhat. Kann mir nur denken, dass er entschlossen ist, ohne Rücksicht auf Flankendeckung mit seiner Avantgarde den Fluss zu überschreiten, um hier Schloss Eurasburg zu erreichen. Aber auf diese Weise fällt er doch in ihren Hinterhalt. So ist es. Wir wollen ihn bis zur Ortsmitte vorstoßen lassen und dann von allen Seiten losschlagen. Aha.
rechtswidrige Hosen Brücke zerstört. Was? Verdammter Mist! Mir nach! Los! Durch den Fluss! Durch den Fluss! Durch den Fluss! Vorwärts! Mir nach! Regina! Saale! Elbe! Bleisach! Los! Fahne wiedererobert! Ludwig! Da ist er auch nicht. Schau du einmal da hinten, ich schau dort drüben. Ludwig! Ludwig! Sag mal, was machst denn du mit meinen Krautkämpfen, du Saukopf? Los, Müller, fort! Deine verstörte Herde. Hey! Oh! Au! Hey! Hey! So! Oh! Wir kennen uns doch! Herr Oberst, ich freue mich, Sie zu sehen. Ganz auf meiner Seite. Empfehlung an Frau Gemahlin. Danke! Grüßen Sie zu Haus! Grüßen Sie die Kinderchen. Auf bald! Hurra! Hurra! Entschuldigen Sie bitte, haben Sie irgendwo einen kleinen Jungen gesehen mit blonden Haaren? Nein, nein! Ah, den hast du nicht. Ja, vielleicht haben Sie noch ein bisschen dazu. Ja. Entschuldigen Sie, haben Sie einen kleinen Jungen gesehen? Nein, nein. Und ich sage Ihnen, Prinz Luitpold, die Zukunft Deutschlands liegt auf dem Wasser. Mag sein, aber im Augenblick hängt sie wohl mehr in der Luft. In heller Kopf ist unser Kaiser. Attacke! Attacke! Attacke!
Gib her, du Armfinger. Schau, so macht man das. Herr Hauptmann, ja, Herr Hauptmann! Was ist denn? Einen Moment, Herr Kamerad. Auf ein Wort, Herr Hauptmann. Ich hab die Fahne. Bravo, ein Prachtkerl. Her damit. Ich hab sie verloren. Bravo. Was? Wer zum Kampf berufen ist, bringt Zerstörung und Vernichtung in die Reihen seiner Feinde. Wollen wir nicht Einhalt gebieten, Majestät? Ich glaube, es langt. Gelobt sei, was hart macht. Ja, wirklich. Das schönste am Manöver ist doch die Klopperei. Ich verstehe ja Ihre Begeisterung, aber schließlich sind ja Euer Majestät Soldaten unsere Gäste. Na gut. Trompeter! Lassen Sie Feuer einstellen! Och. Luftschiffer, wir landen! Kommandeure, zu mir! Lass mich mal durch. Moment. Bitte schön. Danke. Danke. Meine Herren, wie war die in diesem Manöver zu lösende Aufgabe? Eroberung des gegnerischen Feldzeichens nach allen Regeln taktischen Vorgehens und unter Berücksichtigung der Manöversituation, Majestät. Oberst von Belo, ich erwarte Ihre Erfolgsmeldung. Majestät. Es ist eine Mystifikation. Unsere Fahne, unsere glorreiche Regimentsfahne, sie ist aus dem Hauptquartier verschwunden und niemand weiß, wo sie sich befindet. Ja. Aber da ist sie ja. Wo? Dort. Tatsächlich. Verzeih, Majestät. Aber das ist ja, da du bist ja ein Prachtjunge. Das hast du ja fabelhaft gemacht. Na komm, mein Kleiner, komm, so. Oh. Ich werde dich für den Polymerit vorschlagen. Du hast die Ehre Preußens gerettet. Verzeih, Majestät. Ja. Brav, Ludwig. Du bist der entzückendste Bayer, den ich kenne. Ehre gerettet. Majestät, danke. Jawohl, Majestät. Ich hätte tatsächlich den Rock ausziehen müssen. Jawohl, Majestät. Halten Sie mal. Ja. Und Sie auch. Ja. Hurra! Entzückend. Das hätte leicht schief gehen können, du Depp. Was meinst, was passiert wäre, wenn ich eure Patronen nicht behandelt hätte, die von Franz Reiser und von dir? Dann wärst du jetzt hin oder hättest einen anderen erschossen. Und was wäre dann? Tja, ich habe mir so überlegt, dass ich vielleicht doch eine Bewerbung einreiche. Verstehst? Als Revierjäger, wenn ich abgedient habe. Ja, das ist auch das Gescheiteste, weil du das doch nicht lassen kannst, das Wildbrettschießen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen beim Förster Reiser. Na, nun weinen Sie mal nicht, Frau Cora. Er ist ja wieder da. Und außerdem ist er ein Held. Wenn dem Kind was passiert wäre, ich hätte nicht gewusst, was ich tue. Seine Majestät Kaiser Wilhelm II haben die unendliche Güte, Sie, gnädige Frau Cora, und Ihre ganze Familie als Ausdruck seiner Dankbarkeit zum Manöverball einzuladen, welcher heute Abend in Schloss Eurasburg stattfindet. Königliche Hoheit, eure Durchlaucht. Hochverehrte Damen, Herr Baron, meine Herren Kameraden. Es gereicht mir zur besonderen Freude, an dem heutigen Tage in Ihrer Mitte weilen zu dürfen. Ich fühle mich gleichsam erfrischt und neu gestärkt, so oft ich von den Wogen des frisch sprudelnden Lebens im Königreich Bayern umspült werde. Wir haben heute dem hiesigen Manöver beigewohnt und dabei den felsenfesten Eindruck gewonnen. Unser Kurs ist der richtige und er wird weitergesteuert. In diesem Sinne bitte ich Sie, mit mir das Glas zu erheben und rufe: Es lebe das Königreich Bayern und sein Prinz Regent! Hurra! 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 Hurra!
darf ich nunmehr diesen Manöverball eröffnen. Mit Vergnügen, Majestät. Gnädigste tanzen wie eine Feder. Das sagen Sie, wo Sie die Damen vom Theater kennen? Ach was, Theater ist doch nur Illusion. Aber hier ist die Wirklichkeit. Herr Hauptmann, ich werde für Sie beten, wenn die Schlacht entbrennt. Vermute, Gnädigste, Söhnchen wird bei schimmernder Wehe glanzvoll Karriere machen. Ich glaube, Herr Oberst, mein Mann besteht darauf, dass der Kleine auch mal den Beruf als Forstmann ergreift. Sehr ehrenwert, das edle Weinberg, ein deutsches Leben, von der Wiege bis zum letzten Halali. Herr Oberleutnant, darf ich Ihnen für diesen Tanz meine Partnerin überlassen? Nur für diesen Tanz? Das hängt ganz von Ihnen ab. Nein, das kommt auf dich an, Melanie. Auf mich? Nur auf dich. Was halten Sie von diesem Paar, Herr Oberst? Mutwillige Sommerföhn. Sie flattern davon. Vielleicht täuschen Sie sich. Ich bin ja auch in Bayern geblieben. Ah ja. Kamsting! Haus 112 bei Thoma. Bitteschön, geradeaus, dann rechts rüber, dann sind Sie schon da. Danke. Bei Thoma, wo ist es? Geradeaus. Dann rechts rüber. Dankeschön. Haus 112. Geradeaus, dann rechts rüber. Zu Thoma, wo ist das? Geradeaus, dann rechts rüber, dann sind Sie schon da. Haus 112, bei Thoma. Geradeaus, rechts rüber. Geradeaus, rechts rüber. Geradeaus, rechts rüber. Lass mal mehr Ruhe. Ja, dort wohnt nämlich mein Bräutigam. Bräutigam? Ja, der Feldwebel Falkenberg. Er hat mir einen Brief geschrieben, dass ich heute komme. Bitte ein. Da, dann lest die doch selbst. Das ist ja, aber das ist ja unmöglich. Das gibt es doch nicht. Also ich hab den Sembrich. Der Name war. Wenn ich den. Wo wollen denn die Damen hin? Zum Feldwebel Falkenberg. Dem Heiratsbazi. Jawohl, den Bazi. Treten Sie nur ein, meine Damen. Aber bitte schön, die Damen. Jetzt lassen Sie mich doch durch. Ich sperre schon auf. Alles zurück, da hinten läuft er. Ja, da. Falkenberg. Er muss in der Sakristei sein. Er ist nicht hier.
Geht hinweg und zerstreuet euch, ihr Frauen. Dieses ist ein Gotteshaus. Das sind ja zwei. Ja, ja. Betrug! Betrug! Was wollt ihr von mir? Das ist ja der falsche, dort ist der richtige. Ja. So, Hilfe! 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 Mein Bruder! Ich bin euer! Ich gebe mich unter deinen Schutz. Lass ihn ab, ihr Weiber. Das ist der Zorn des Himmels. Die Buße wird unermesslich sein. Lass ihn ab. Pax, Pax, sage ich. Pax, Pax. Geliebte, in Andacht versammelte Gemeinde. Die Manöver sind vorbei. Und ich hoffe, ihr habt die Zeit der Anfechtung gut überstanden. Für die Kinder, vergelt's Gott. Für die Kinder. Für die Kinder, vergelt's Gott. Wenn es auch schwer war. Für die Kinder. Wenn auch der Satan mit allen Listen zu Werke ging. Für die Kinder. So möchte ich doch wünschen, dass die Jungfrauen unter euch alles geflohen haben. Was der Seele verdrießlich ist und was nicht vereinbar ist mit einem christlichen Lebenswandel. Dass sie standhaft geblieben sind und der Versuchung widerstanden haben. Und dass sie nicht gehört haben auf die Verlockungen des Fleisches. Amen.